So, in dieser Aufgabe geht es um diesen Satz hier. Der sagt Folgendes: Wenn ich zwei Funktionen habe, f, was von a nach b geht, und g, was von b nach c geht, und diese drei Mengen a, b, c sind alle irgendwie Teilmenge der reellen Zahlen, und wir schalten die hintereinander. Was passiert denn mit der Stetigkeit? Also darum kümmert sich quasi dieser Satz. Und wir gucken einfach mehr oder weniger nur auf diese Eigenschaft, die sagt nämlich, pass auf, wenn f stetig auf a ist und g ist stetig auf b, so ist die Hintereinanderausführung von g verknüpft mit f auch immer stetig. Wo braucht man das? Also wenn ich zum Beispiel sage, Mensch, ich habe den Sinus von x Quadrat und ich möchte wissen, ob das stetig ist, dann kann ich argumentieren und sagen, pass mal auf, x Quadrat ist ja eine stetige Funktion und der Sinus ist auch eine stetige Funktion. Das hier ist eine Hintereinanderausführung von stetigen Funktionen, also ist das auch wieder stetig. Dafür ist dieser Satz super wichtig und super praktisch, dass man nicht so lange darüber nachdenken muss, ob so eine Funktion, die wir eben uns zusammengebastelt haben, denn stetig ist. Ja, also verknüpfe ich irgendwie stetige Funktionen, kommt nichts Unstetiges heraus. So, und was ist jetzt in dieser Aufgabe zu tun? Ja, da geht es wieder um diesen obigen Satz. Ja, und jetzt soll ich Beispiele finden für f und g, sodass gilt. Also f sei in a, sagen wir, also hier jetzt kümmern wir uns um a. Wenn f soll stetig sein auf der ersten Menge und g soll nicht stetig sein und g verknüpft mit f ist trotzdem stetig auf a. Das heißt, f ist stetig und g ist nicht, haut aber nicht hin, dass es g stetig ist, dann trotzdem ist die Verknüpfung stetig. Da kann ich mir als Beispiel mal Folgendes wählen. Ich nehme einfach mal f von x gleich x Quadrat plus 1. Das ist sofort stetig, da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Und jetzt brauche ich eine unstetige Funktion, g von x. Und eine wunderschöne unstetige Funktion ist die Vorzeichenfunktion, Signum von x. Ja? Zur Erinnerung, die Vorzeichenfunktion sieht so aus. Ja, sie ist minus 1 im negativen Bereich, sie ist genau 0 an der Stelle 0 und sie ist plus 1 im positiven Bereich. Das ist die Signumfunktion. Ja? So, jetzt wenn ich mir das angucke, f von x gleich x Quadrat plus 1 und g von x, was ist dann g verknüpft mit x? Dann ist g verknüpft mit f von x. Ja, ist dann nichts anderes als das Vorzeichen Signum von x Quadrat plus 1. Und da brauchen wir nicht drüber nachdenken, das ist immer 1. Ja? Weil x Quadrat plus 1 immer echt positiv ist. Also ist das fürchterlich stetig. Ja, also das heißt, a haben wir erledigt. Ja, okay, jetzt möchten wir b ein Beispiel, wo f nicht stetig ist. G ist aber stetig und g verknüpft mit f ist trotzdem stetig auf a. Na, da haben wir eine ähnliche Idee. Ich brauche wieder eine typische nicht stetige Funktion. Ach, dann nehme ich wieder meine Vorzeichenfunktion, weil die ist so schön. Ja, und jetzt brauche ich als g von x, nehme ich bin ich mal ganz brutal und da will ich einfach mal die Funktion 42. Ja, die ist natürlich sofort stetig. Und was ist denn jetzt g von verknüpft mit f von x? Ja, f kann dann machen, was es möchte. Wenn ich mir meine Funktion einfach irgendein x-beliebiges x reinstecken kann und immer da 42 rauskommt, kommt da auch 42 raus. Und das ist natürlich auch sofort stetig. Schön. So, jetzt geht es hier in C um eine Geschichte, die wie folgt aussieht. F sei nicht stetig, g sei auch nicht stetig und g verknüpft mit f ist trotzdem stetig. Das heißt, die Verknüpfung von zwei unstetigen Funktionen wird lustigerweise manchmal doch stetig. Ja, da kann man sich schon mal überlegen, dass man da so ein bisschen tricksen muss und das muss ich hier an dieser Stelle auch mal. Okay, ich baue mal folgendes f. F von x, das ist x, falls x kleiner 0 ist. Und es ist x plus 1, falls x größer gleich 0 ist. Das heißt, die Funktion sieht irgendwie so aus. Ganz grob gemalt. So, sie hat hier also eine Unstetigkeitsstelle. Ja? So, das ist mein f. Und mein g von x baue ich auch ziemlich komisch. Und zwar auch mit einer Fallunterscheidung. Und zwar will ich das als x, falls x echt kleiner 0 ist. Ich wähle es als 42,
Falls x zwischen 0 und 1 ist und ich wähle es als x minus 1, falls x größer gleich 1 ist. So, wie sieht die Funktion jetzt aus? Diese Funktion sieht irgendwie ganz lustig aus. Wir haben hier die Funktion, also wenn x größer gleich 1 ist, also da, dann ist es einfach minus x minus 1, das heißt, es ist diese Geschichte hier. Wenn es echt kleiner 0 ist, wenn es echt kleiner 0 ist, dann ist es diese Funktion. Und irgendwo dazwischen ist es einfach 42. Das passt jetzt hier nicht gerade maßstabsgerecht, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, also so sieht diese Funktion aus. Also das sieht man sofort, beide Funktionen sind fürchterlich unstetig. Ja? So, was ist aber g von f von x? Ja? G von f von x. Ja? Dann können wir uns mal überlegen, was ist denn da los? Also, da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstmal, wenn f von x, wenn das x kleiner 0 ist, dann ist es einfach x. Ja? Also, wir nehmen jetzt mal an, wenn x ist mal kleiner 0, dann ist g von f von x einfach g von x. Und wenn x immer noch klein, ist ja immer noch kleiner 0, dann ist es auch g von x, dann ist es x. Ja? Und wenn x größer gleich 0 ist, was ist dann g von f von x? Das ist nach dieser Konstruktion einfach g von x plus 1. Und wenn ich x größer gleich 0 habe, was ist dann x plus 1? Das ist natürlich größer gleich 1. Oh, da guck, da sagt die Funktion g, dann ziehe ich doch 1 ab. Das ist einfach x plus 1 und dann ziehen wir 1 ab. Oh, und es kommt wieder x raus. Ja, also die Idee ist einfach, dass ich mir diese zwei Funktionen gebaut habe. Die eine hat eine künstliche Sprungstelle an der Stelle 0 und diese zweite Funktion g hat hier so eine, lässt diese Sprungstelle, also hier wird jetzt, hier werden die Werte zwischen 0 und 1 quasi ausgelassen und da macht diese Funktion einfach irgendwas, aber in diesen anderen Werten macht sie was Braves und macht an dieser Stelle quasi diesen Sprung rückgängig. Das ist das Lustige. Dass hier also 42 gewählt worden ist, ist fürchterlich egal, man hätte jeden anderen Wert wählen können. Ja. So haben wir also eine Funktion gebaut, die g von f von x ist natürlich, wenn das gleich x ist, ist natürlich super stetig und wir haben also aus zwei unstetigen Funktionen eine stetige hinbekommen durch Verknüpfung. Das ist natürlich ziemlich konstruiert, aber es geht. Ja. D. Was wollen wir da? F sei stetig auf a, g sei nicht stetig auf b. Und g verknüpft mit f sei dann auch nicht stetig. Also das ist das, was wir erwarten würden. Wir haben eine stetige Funktion f und dann setzen wir darauf die Funktion g an und plötzlich die nicht stetig ist und dann plötzlich ist das Ganze auch nicht stetig. Das kann eigentlich nicht viel überraschen. Da wählen wir einfach f von x gleich x. Und g von x ist einfach Signum. Ja, und dann ist g von verknüpft mit f von x nichts anderes als, das kann man ja leicht ausrechnen, auch die Signumfunktion. Und die ist ja nicht stetig. Okay, für e geht es darum, eine Funktion zu finden, die Folgendes erfüllen: f sei nicht stetig auf a, g sei stetig auf b und g verknüpft mit f sei dann unglücklicherweise eben halt auch nicht stetig. Das heißt, die Nichtstetigkeit von f macht es kaputt. Ja. Da wählen wir einfach Folgendes. Wir wählen g von x gleich x. Und hier müssen wir irgendwas Unstetiges finden. Ach, nehmen wir f von x gleich Signum von x. Dann ist g verknüpft mit f von x natürlich, ne, auch wieder Signum von x, also unstetig. Jo, und zu guter Letzt. F sei nicht stetig, G sei nicht stetig und G verknüpft mit F sei dann auch nicht stetig auf A. Ja, da kann man es natürlich ziemlich vieles bauen, aber ich baue dann einfach F von X gleich G von X gleich Signum von X. Ja, weil mir gerade nichts Besseres einfällt. So, und was ist dann G verknüpft mit F von X? Ja, das ist, wenn man das ausrechnet, da kann man ein bisschen drüber nachdenken, was das eigentlich ist, aber es ist auch wiederum Signum von X.
also ein bisschen Kraut- und Rüben-mäßig aufgeschrieben, aber ich denke, sie haben das verkraftet.